Ey du, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute soll es mal darum gehen, ob man denn League of Legends Wild Rift auf dem PC spielen kann. Ich spoilere euch schon mal, ja, es ist möglich. Ihr habt es bestimmt mitgekriegt, League of Legends Wild Rift ist ein League of Legends Game auf dem Handy. Selber habe ich es noch nicht gespielt, aber ich zeige euch heute, wie ihr das auf dem PC spielen könnt, falls ihr kein Handy habt, was das aushält oder wenn ihr einfach keinen Bock habt, das auf dem Handy zu spielen. Dazu geht ihr es erstmal auf die offizielle Seite von BlueStacks, Link natürlich in der Videobeschreibung. Und by the way, wenn ihr League of Legends oder wenn du League of Legends auch auf dem PC spielst, kannst du gerne mal in der Videobeschreibung nachschauen. Da habe ich im Moment ein Gewinnspiel am Laufen. Es geht bis zum Ende Dezember. Da könnt ihr einen random Skin für League of Legends, IOW oder IONE gewinnen. Ihr ladet euch hier BlueStacks herunter. Einfach herunterladen, das dauert ein bisschen. Download wird gestartet. Dann hier geht ihr auf den Installer. So, und jetzt, da ich BlueStacks schon habe, kommt hier jetzt updaten. Das macht ihr das Ganze und dann habt ihr BlueStacks. Wenn ihr euch dann BlueStacks installiert habt, dann landet ihr auf dieser Seite. Es kann sein, dass, oder es kann nicht nur sein, ihr müsst euch dann noch mit Google Play anmelden. Das heißt, ihr müsst euch ein Google-Konto erstellen, weil diese App, diese BlueStacks-App simuliert quasi, dass ihr ein Handy habt. Ihr spielt zwar auf dem PC, aber es simuliert, dass ihr ein Handy habt und im Google Play Store seid. Deswegen müsst ihr euch da mit einem Google Play Account anmelden oder mit einem Gmail-Konto einfach anmelden. Hier, ich habe hier schon eingegeben, Wild Rift, das sucht ihr dann einfach. Und hier, erste Stelle kommt Wild Rift. Ich habe es bereits installiert. Ihr drückt einfach auf Installieren, müsst nichts mehr machen und dann startet sich es auch von alleine, falls es sich nicht von alleine startet. Einfach nochmal draufdrücken und dann könnt ihr spielen. Ich zeige euch das gerade. So, wenn ihr euch Wild Rift runtergeladen habt und euch angemeldet habt und dieses kleine Tutorial, was man übrigens skippen kann, durchgespielt habt, landet ihr hier. Und ihr seht schon, hier sind ganz viele verschiedene Zahlen. Das sind für die ganzen Spells und wir jumpen einfach mal in ein Game. Wir jumpen einfach mal in ein Intro-Game. Dann kann ich euch das Ganze hier besser zeigen. Ihr seht, ich mache alles mit der Maus. Hier ist mein Handy, also ich mache alles mit der Maus. Ja, ihr seht die Maus sogar auf dem Bildschirm. Perfekt. Gehen wir hier einfach auf Match finden. Übrigens ladet ihr euch mit eurem richtigen Riot Games-Account an. Also alles für wen spielen wir denn jetzt mal so ganz trocken? Spielen wir mal Jinx. Oh, Soraka hat hier ein anderes Bild. Soraka hier ein anderes Bild oder bin ich einfach gerade nur zu dumm? Conqueror, wieso haben wir Conqueror dabei? Ihr seht schon, ihr dürft nicht vergessen, das ist hier alles ein bisschen langsam. Ah, ich kann nichts anderes machen. Es ist hier alles ein bisschen langsamer auf dem PC und die Grafik ist auch nicht so optimal, weil ihr, oh, ich muss mal meine Webcam neu positionieren, weil es natürlich nicht für den PC gemacht ist. So, ich lege meine Webcam einfach, glaube ich, mal hier, weil hier ist eigentlich die Map, aber die Map ist ja uns jetzt mal scheißegal. Oh, und was mir gerade auffällt, ist es hier wie früher. Also jetzt lädt ja das Game an sich, aber früher hat jeder für sich selbst geladen. Hier zum Beispiel, ich habe 77%, jetzt hier 100% und jeder lädt für sich. Okay. Yo, alles gespiegelt, gut. Ihr seht hier, überall wird angezeigt, welche Hotkeys man hat. Zum Beispiel, wenn hier steht 1 und wenn ich jetzt die 1 auf der Tastatur drücke, dann wird Q geskillt in Shop. Also es gibt hier so Quick Buy, das könnt ihr einfach mit Z und X machen. Hier kaufen wir einfach mal Crit und laufen könnt ihr ganz normal mit Rechtsklick. Hier seht ihr, ich laufe hier ganz normal mit Rechtsklick die Maus. Wenn ich dahin drücke, dann läuft der auch ganz weird. Also ihr müsst gedrückt halten, weil das ja eigentlich so ein Joypad ist. Und falls ihr dann irgendwann die Steuerung gelernt habt, dann könnt ihr ganz einfach, ich bin jetzt gerade im Vollbildmodus, dann könnt ihr ganz einfach, machen wir das mal so, zack, dann seht ihr hier, seht ihr nochmal die Steuerung und ihr geht einfach hier auf dieses Keyboard-Symbol, Spielsteuerung aus und schon sind sie hier nicht mehr da. Oh, mein Mate braucht Hilfe. Easy KS, easy KS. Boys, spielt es jetzt einfach mal. Also ich finde es ganz interessant. Auf 2 levelt man die W, ja richtig. Und was hier natürlich auch noch gut ist, ist, es gibt so Auto-Aim mit Fähigkeiten. Seht ihr, meine Maus war hier unten, ich habe W gedrückt und trotzdem hat es getroffen. Das heißt, wenn ihr endlich mal auch auf Challenger-Niveau kommen wollt, weil ich glaube nicht, dass hier viele gut drin sein werden, dann spielt es einfach auf PC. Ihr habt hier natürlich einen sehr krassen Vorteil, das ist klar. Ihr seht schon, der Garen, es ist zwar jetzt nur ein Bot, hat keine Chance. Der wird weggereckt. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen weitergeholfen, für die, die es auf dem PC zocken wollen. What? Hier gibt es einfach eine Pflanze. Ach, die... Okay, weird.
Lasst einfach eine positive Bewertung da. Nehmt am Gewinnspiel teil. Link in der Videobeschreibung. Und falls ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich versuche natürlich auf alles zu antworten, wo ich antworten kann. Und dann hoffe ich, euch gefällt das Game. Ich habe es nicht published, also viel Spaß mit. Haut rein. Bin mit dir.